einer ist nicht sehr geduldig. Wenn ihr den Jungen vor den Templern erreichen wollt, solltet ihr euch beeilen. Der Hinterhalt muss ganz in der Nähe sein. Seid ein wundervoller Anblick. Gardist? Ich meine, ich war auf Patrouille und sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Ein paar von ihnen konnte ich ausschalten, aber es waren einfach zu viele auf einmal. Dabei hatte der Hauptmann gesagt, auf dieser Route sei es ruhig. Das Siegel des Vicomte. Das hier sind amtliche Unterlagen. Dokumente der Stadt. Für eine Diebesgilde wären sie von unschätzbarem Wert. Eine Lieferung, für die einer der unseren geopfert wird. Hauptmann Jevon wird sich dafür verantworten müssen. Er verkauft seine eigenen Leute? Der Mann sollte nicht Hauptmann der Wache sein, sondern eine Regierungsposition bekleiden. Nicht jetzt, Hawk. Jevon muss erfahren, was Recht und Gerechtigkeit bedeuten. Wir werden diese Angelegenheit der Amtsgewalt des Vicomte übergeben. Sie muss aufgeklärt werden. Ich bin gespannt, wie freundlich der Hauptmann von seinen geschätzten Dieben im Kerker willkommen geheißen wird. Seid ihr Anzug? Ah! Gütige Mutter von Pater. Ihr könnt euch doch nicht einfach so an jemanden heranschleichen. Seid ihr der Mensch, von dem mir Afendrel erzählt hat? Diejenige, die nach Arbeit sucht? Sagt mir einfach, was ihr wollt. Aber natürlich. Hör sich das einer an. Ich plappere schon wie ein Lyrium-Schmuggler. Was ich natürlich nicht bin. Bitte verzeiht, Mensch. Ich bin noch nicht besonders lange an der Oberfläche. Ich befürchte immer noch, ich könnte jede Sekunde in diesen Himmel stürzen. Bartrand war genauso. Es hat ihn immer unglaublich nervös gemacht, draußen zu sein. Aber ich schweife ab. Ich brauche ein wenig Hilfe. Ziemlich dringend sogar. Einige meiner Produkte wurden verlegt. Die Männer, die sie mir eigentlich liefern sollten, haben beschlossen, es nicht zu tun. Wenn ihr mir mein Eigentum zurückbeschaffen könntet, würde ich euch großzügig entlohnen. Was haben euch diese Männer gestohlen? Habe ich etwas von einem Diebstahl gesagt? Ich glaube, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Sie schienen vollkommen vernünftige Schmuggler zu sein. Sie haben sogar gelächelt und alles. Die Waren sind jedoch wertvoll. Und ungesetzlich. Und meine Kunden warten schon sehnsüchtig auf sie. Ihr wisst ja, wie diese Templer sein können. Ihr schmuggelt Lyrium zu den Templern. Beim Atem des Erbauers. Zwischen Kirche, Carter und Coterie. Psst! Bei den Paragons nicht so laut! Ich bin dafür einfach nicht gemacht, das sage ich euch. Ich hätte auf meine Mutter hören und Ställe ausfegen sollen. Sorgt dafür, dass es sich für mich lohnt und ich helfe euch. Oh, das werde ich. Zumindest werde ich es versuchen. Die werten Herren wickeln ihre Geschäfte nachts in einer kleinen Hütte im Gesindelviertel ab. Falls ihr sie töten müsstet, wäre das zwar bedauerlich, aber vermutlich unvermeidlich. Ich bin mir jedoch sicher, sie werden vernünftig sein. Niemals!
ist merkwürdig. Ich habe das Gesindeviertel noch nie so ruhig erlebt. Nicht einmal nachts. Da ist das eine Art? Wollen die mir etwa mal die Stiefel ruinieren? Jemanden erwartet. Anzus. Sie ist leer. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Wer ist dafür verantwortlich? Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als zu Anzur zurückzukehren und ihm hiervon zu berichten. Das ist nicht der Elf. Wer ist das? Spielt doch keine Rolle. Wir haben den Auftrag, jeden zu töten, der das Haus betritt. Ich weiß nicht, wer ihr seid, meine Liebe, aber hierher zu kommen war ein schwerer Fehler. Leutnant, lasst die Männer antreten! Sofort! Hauptmann! Eure Männer sind tot. Und eure Falle war ein Fehlschlag. Ich schlage vor, ihr rennt zurück zu eurem Meister, solange ihr noch könnt. Ihr geht nirgendwo hin, Sklave! Ich bin kein Sklave. Ich entschuldige mich. Als ich Anzur gebeten hatte, ein Ablenkungsmanöver für die Jäger zu arrangieren, war mir nicht bewusst, dass sie so zahlreich sein würden. Ich nehme an, diese Männer haben nach euch gesucht. Richtig. Mein Name ist Fenris. Diese Männer waren Kopfgeldjäger des Reichs, die das verloren gegangene Eigentum eines Magisters zurückholen wollten. Mich, um genau zu sein. Sie haben versucht, mich aus meinem Versteck zu locken. Ihre Methoden waren zwar primitiv, aber allein konnte ich mich ihnen nicht entgegenstellen. Glücklicherweise hat Enzo eine kluge Wahl getroffen. Wenn Sie wirklich versucht haben, euch wieder gefangen zu nehmen, bin ich froh, dass ich helfen konnte. Es tut mir leid. Ich bin auf meinen Reisen nur wenigen begegnet, denen es um mehr als persönliche Bereicherung ging. Gestattet ihr mir die Frage, was in der Truhe war? In jener, die Sie im Haus aufbewahrt hatten. Sie war leer. Ich schätze, ich habe mir einfach zu viel erhofft. Aber ich musste es wissen. Hattet ihr etwas anderes erwartet? Ja, aber das war töricht. Sie war einfach nur ein Köder. Nichts weiter.
Ihr hättet mich nicht belügen müssen, um meine Hilfe zu bekommen. Das bleibt abzuwarten. Es ist, wie ich dachte. Mein ehemaliger Meister ist mit Ihnen in die Stadt gekommen. Ich weiß, ihr habt Fragen. Aber ich muss ihm gegenübertreten, bevor er fliehen kann. Und ich brauche eure Hilfe. Wenn das bedeutet, dass wir gegen Sklavenhalter kämpfen, helfe ich euch. Ich werde einen Weg finden, meine Schuld zu begleichen. Das schwöre ich. Der Magister hält sich in einem Anwesen in der Oberstadt auf. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Wir müssen dort hinein, bevor der Morgen anbricht.